Willkommen zurück zu Raymond Forever. Ich bin, wie ihr seht, jetzt wieder hier vorne mit den ganzen Spinnendingsbums und hab wieder Slow-Motion-Scheiße, zumindest ein bisschen. Aber ja, ich bin, wie ihr seht, ich habe ein Leben gebraucht, um hier hinzukommen, aber ja, das sollte verkraftbar sein, wenn ich jetzt den Scheiß hinkriege. Ich habe Angst. So, schlagen. Oh, ich hab's geschafft. Schlagen? Nein! Nein! Ich will nicht nochmal. Scheißding. Jetzt schaffe ich das doch wieder nicht. Menno. Das ist voll fies. Voll gecheatet. Oder ich bin einfach nur ein Napp. Eins von beidem. Aber. Ja. Oh. So, na gut. Ja, jetzt müsst ihr euch nochmal angucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder episch failen. Vielleicht schneide ich das auch dann einfach raus. Das weiß ich noch nicht. Da! Nein! das war geplant. Das stand so im Drehbuch, das ich unterschreiben musste, weil ich, ja. Kennt er ja. Das ist ja. Standard. Oh Mann. Manchmal stelle ich mich wirklich an wie der erste Mensch. Geh weg, geh weg! Gott. Wieso habe ich ihn eigentlich gerade mit einem Schlag besiegt? Normalerweise bräuchte er immer zwei. Komisch. Egal. Ich hoffe, dass ich jetzt durchkomme. Wenn ich jetzt nicht durchkomme, werde ich das wieder schneiden, dass ich wieder da hinten hinkomme. Vielleicht kann man da auch einfach durch... Ah! Laufen? Hallo. Ich hatte gedrückt. Hatte ich. Aber jetzt werde ich eh ein Leben verlieren, weil er zu nah dran ist. Und ich, wenn ich den Scheiß mache. Genau. Das ist nämlich das Problem. Ich höre mit der Aufnahme auf, mache den ganzen Spaß nochmal. Ja, bis gleich. Ciao. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen hergespielt. Ich habe auch fast gar nicht lange dafür gebraucht. Oh, ich stelle mich manchmal so dämlich an. Das gehört eigentlich auch verboten. So, okay, jetzt ganz ruhig die Nerven bewahren. Vernünftig springen. Vernünftig schlagen. Na, 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 nein! Nein, warum denn? Warum denn? Bitte! Das ist so fies. Das ist so gemein. Ich bin so gut durchgekommen. Drecksviecher. Du bist Unfaires. Immer auf die armen, kleinen Hannas, die sich nicht wehren können. Ja? Ich meine, ich bin ja klein und schwach und so, ne? Deswegen sind die auch alle so gemein zu mir. Selbst die Steinponys sind gemein zu mir. Zweite Steinpony. Ah! Siehst du? Siehst du? Die sind gemein. Die sind böse. Das ist so unfair. Na, okay, eigentlich ist es fair, wenn man ein bisschen Skill hat, aber der ist gerade leider ausverkauft. Ja, jetzt kann ich es doch eh vergessen. Der ist viel zu nah. Ja, ich mach nochmal Aufnahmestopp und dann spiele ich wieder bis da vorne und dann könnt ihr mich da vorne wieder runterfallen sehen und dann irgendwann werde ich es vielleicht schaffen, durch diese Drecksringe vor diesem komischen, blöden Monster wegzulaufen und dann, vor allem, es ist ja dann nicht mehr weit und wenn ich es dann geschafft habe, dahin zu laufen, dann ist das Level auch vorbei, dann kann ich speichern. Ja, aber das müssen wir jetzt nochmal machen. Bis gleich.
So, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich bin gerade hier runter gehüpft, bin zu den Lavakugeln, hab die eine gehauen und wurde aber getroffen und wurde in den Abgrund geschubst und hing dann aber glücklicherweise noch so mit der Hand unten am Ding. Und ich, das ist zu viel Aufregung für mein Herz. So, und jetzt bitte, bitte, greif, sehr schön, und greif, nein, greif, greif, so, so ist auch okay. Ich bin drüben! Ich bin drüben! So, ja, meine Katze schreit mich auch schon wieder an. Du gehst in Ruhe vorbei. Hopp. So, so, ganz ruhig. Gucken. Oh, ich hasse sowas. Wenn ich... nicht sehe, wo ich hin muss. Und dann ist da ja auch noch der Typ mit den Dingensviechern. Der da. Ich sehe das Ziel! Ich sehe das Ziel! Ja! Yippie! Yippie! Das Ziel! Lauf! Lauf! Nimm! Ja! Speichern! Speichern! Ich kann speichern! Ja! Oh Gott, ich habe aber auch ewig gebraucht, um dieses... Oh Gott, wie ich es hasse. Und ich glaube, jetzt muss ich gegen den kämpfen. Ich weiß nicht wie. Ich werde so sterben. Ich habe ihn gerade überlegt. Was ist das jetzt für eine Verarsche? Da kann man... Da kann man... durch? Wie soll das denn gehen? Stirb einfach! Aha, und jetzt? Was ist das? Hilfe, Hilfe! Was ist das hier? Hey? Was ist das hier? Verarsche? Was? Da unten kommt man noch nicht durchgekrabbelt, oder? Das bezweifle ich stark. Wie soll das denn gehen? Bin ich jetzt hier zu einem scheiß Secret gelaufen, um hier zu sterben? Wollen die mich wirklich verarschen? Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Das Secret ist mir jetzt egal, außer dass ich mir den... das Haudingens mitnehme. Na, so. Und jetzt versuche ich... zu sterben. Kommt jetzt noch eine Wolke? Ja. Okay. So, ducken. Was sind das für Viecher? Kann man die vielleicht hauen? Ich probiere das mal hier hinten aus. Weil da ist sozusagen nicht mit... Oh, hier stehe ich eigentlich ganz gut. Aber würdest du bitte einfach sterben? Ja, die Viecher mag ich nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, vielleicht muss man die... Nee, hauen muss man die nicht. Vielleicht mit Karacho? Nicht deren Ernst, oder? Das wollen die mit jemandem wie... mir machen. Das wollen die hier... Oh Gott. Das wollen die hier ernsthaft mit jemandem wie mir machen. Verarschen die mich eigentlich. Also das hier ist ja noch in Ordnung. Wenn ich sozusagen nur passend laufen muss, aber...
die sind die noch ganz knusper? Und ja, das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass sie nicht mehr ganz dicht sind. Oh, scheiße. Was war das denn? Ich wollte die andere Taste drücken. Ja, gut, aber so viel dazu. Jetzt habe ich es zumindest verstanden. Aber ich gehe, glaube ich, nochmal oben lang, weil oben halt dieses Länger-Leben-Dingsbums war. Und es ist halt recht praktisch. Ja.